Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Portal Knights. Dieses Mal bin ich wieder allein. Das wird jetzt hier ein Solo-Projekt, wie es aussieht. Ja, einfach so, weil ich das auch mal gern ein bisschen allein erkunden würde. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich eigentlich ziemlich coole Welt entdeckt. Und die wollen wir uns natürlich jetzt gemeinsam erstmal anschauen. In den Multiplayer-Projekt ging es mir ein bisschen zu kopfüber rein und so. Und man hat vielleicht auch gemerkt, dass ich einfach ermüdet war in diesem Projekt. Und ja, ich will es jetzt hier besser machen und hoffe, das kriege ich auch so hin. Es ist eine ziemlich geile Welt. Und vorerst werde ich hier auch allein in dieser Welt bleiben. Und ja, es könnte sein, dass wir im Multiplayer-Projekt die gleiche Welt benutzen, aber andere Charaktere wahrscheinlich. Deswegen, naja. Weil mein Account ja von Sony entfernt wurde, sage ich jetzt einfach mal dazu, weil meine ID ja sehr beleidigend ist, bin ich ja jetzt wieder Level 0 gewesen und habe mich jetzt so ein bisschen hochgespielt. Ich habe jetzt hier wieder die erste Rüstung und komischerweise dieses Techniker-Ding. Ich weiß aber nicht, was es mir bringt. Also demnach, ja. Der Helligkeit her, glaube ich, dürfte es auch passen. Den Spielsound habe ich runtergedreht und wir gucken uns jetzt einfach mal schnell die Welt hier mal an. So, nehmen wir auch mal gleich meine Fackel in die Hand, dann ist es noch ein bisschen heller. Oh, damn, der hat uns gesehen. Na gut, ich glaube, der wollte nur so ein bisschen Atmosphäre schaffen. So eine stürmische Nacht und so, ihr wisst schon. Der wollte uns gar nicht angreifen, der wollte einfach nur Atmosphäre schaffen. So, und ich finde auch, die Häuser hier sehen ziemlich cool aus und ich hoffe, ihr hört mich überhaupt gut, weil ich bin jetzt gerade eben gewohnt, dass ich durchs Headset spreche und nicht mehr durch das Mikrofon vor mir. Ich tue es mal ein bisschen näher an mich ran. So. Ego-Perspektive geht natürlich immer noch. Zurzeit bevorzuge ich die andere Perspektive irgendwie. Hier waren überall Kisten und alles drin, aber das habe ich alles schon kaputt gehauen und so. So, hier war ich ja eigentlich schon. Und ja, hier ist die nette alte Dame. Der Weg ist das Ziel. Okay. Das ist mehr so eine nette Dame. Sonst begegnet man hier in dem Spiel eigentlich nur unfreundlichen Leuten, die meinen, es war alles besser, wo ich nicht da war. Und ja, das hier wirkt auch wie so ein Ausgang, aber ich will das eigentlich gar nicht aufhauen, weil ich glaube auch nicht, dass was dahinter ist. Deswegen lassen wir es einfach. Tschüss, alte Dame Adelina oder wie die hieß. Wir gehen dann mal unser Wegchen wieder. So, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Umgebung. Ich frage mich, ob ich über den Zaun springen kann. Ja, geil, besser als in Minecraft. Okay, hier sind wieder diese Pflanzen. Das ist nämlich das Pflanzenlevel, wo es diese Quest gab, wo man die töten muss. Und ja, den Questgeber habe ich nicht gefunden auf dieser Map. Bis jetzt habe ich noch gar keinen gefunden. So, hier. Den Dirtweg habe logischerweise ich hier hochgebaut, aber ich habe mich hier noch nicht umgeschaut. Ich wollte mir hier die Vorfreude nicht wegnehmen, mir das anzuschauen. So. Huch. Ein Händler vermutlich. Wir könnten ihn natürlich die Bude jetzt ausräumen, aber ich lasse ihn sein Zeug stehen. Ganz einfach, weil ich will, dass die Welt cool aussieht und so. Deswegen mache ich das hier nicht alles kaputt. Okay. Ja, das höre ich öfter. Mehr von Leuten, die nicht wirklich meine Sprache sprechen, aber gut. Okay. Du musst Bauchredner sein, glaube ich. Aber gut. TNT. Oh, das ist ja cool. Kann ich das unendlich oft einsetzen oder? Weil da ist ein Unendlichzeichen. Wir haben auch nicht so viel Münzen. Mal schauen, ob wir irgendwas verkaufen können. Ja, wir haben so ein bisschen Zeug dabei, wie man sehen kann. Ich
Ich weiß gar nicht, was ich davon. Ach, wir haben sogar eine Rakete. Ah, okay. Eine, ach so, also wird es dann doch verbraucht wahrscheinlich. Hauptsache, er zahlt uns dann nur 21 dafür. Ja, können wir verkaufen. Der Football, ich weiß nicht mal, wo ich die Footballs hier habe, aber ich lasse sie mal, weil die ziemlich cool sind. So, das letzte Mal war ich nicht schlau genug, diesen Viereckknopf zu drücken, aber hey. Gartenpilz, keine Ahnung, auch weg. So, da haben wir ja eigentlich schon wieder gut Cash verdient. Und hier steht zwar um. Ach so, er hat unbegrenzt Ware wahrscheinlich. Der kann unbegrenzt viel verkaufen. Ah, okay, aber dann lassen wir das jetzt mal, weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt Sprengstoff und wir sollten vielleicht auch mal etwas Cash erstmal sparen. Ach, sieh mal an, da kann ich auch was reinräumen. Ich frage mich, ob man die Sachen, die ich da reinräume, dann sehen kann. Gehen wir erstmal weiter. Eigentlich wollte ich ja dieses Gebäude als mein Domizil benutzen, aber hier wohnt ja anscheinend schon jemand und wir wollen ja hier niemanden sein Gebäude streitig machen, auch wenn er nur im Keller lebt. So. Oh, es ist schon Tag geworden. Na gut, dann brauchen wir die Fackel ja jetzt auch nicht. Hallo. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich habe keine Quest für dich. So. Ah ja. Portia. Hallo. Sind Sie ein Portalritter? Nein, ich sehe nur so aus. Ah ja, mein Holzschwert ist sehr mächtig. Das stimme ich zu. Gut. Also man sieht schon, die Leute in dieser Welt sind deutlich freundlicher. Und deswegen bin ich auch so freundlich und mach denen nicht ihre schönen Urnen kaputt. Grüß der Jungspund, ich bin Merisa. Ja, Merisa. Ich kann nicht mehr so gut sehen. Ich habe meine Brille verloren. Ja, das mache ich. Ich spreche mit dir zum Beispiel. Willst du noch was anderes sagen? Ich hab deine Vasen gar nicht zerstört. Ich will nur angemerkt habe. So. Aber jetzt wird es erstmal wirklich spannend, denn jetzt hört die Erkunderei von Villagernhäusern auf und wir gehen jetzt dorthin, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit hin will. Ich konnte mich nur schwer zurückhalten, dort nicht hinzugehen ohne Aufnahme. Da, 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 da. Oh, das ist der falsche Sound, glaube ich. Okay, egal. So, die Frage ist jetzt, ob ich diesen Sturz überhaupt überleben werde. Weil ich nicht weiß, ob ich. So, es wirkt etwas seltsam. Wir testen es jetzt einfach mal. Wir haben überlebt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ist hier denn überhaupt irgendetwas? Okay, hier sind Sachen zum kaputt machen. Gibt's halt bloß, es ist nur eine Fallgrube, wo Loot drin ist. Moment, wir haben ja eine Fackel. So. Ah, okay, hier haben wir noch eine übersehen. Oh Mann, das war jetzt wirklich nur eine Fallgrube mit Wasser. Wie es aussieht. Ich hatte mir so einen richtig epischen Dungeon vorgestellt. Vielleicht auch ein Raid oder so. Ah, so stimmt ja, hier ist ein Tor. Ach, sieh mal einer an. Da lag ich ja gar nicht so falsch eigentlich. Okay. Wir sind wieder Donnergucker. Müssen aufpassen, wir sind nämlich nicht so high leveled. Aua! Aua, 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 aua. Da geblieben! Yes! Yes, den ersten einmal zerstört. Sind wir auch gleich mal Level up. Und yes! Den haben wir auch zur Schnecke gemacht. So, mal gucken, wo sind wir denn hier? Okay, hier ist eine Loot Chest.
Oh, eigentlich kann ich mich jetzt verziehen, ich habe den Loot schon. Nice. Ich sehe auch dieses Techniker-Ding von diesem Buff taucht manchmal auch auf. Ich glaube, das ist vermutlich für kritische Treffer oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob es cooler für euch ist, wenn ich in der Perspektive kämpfe oder in der. Weil ich habe das jetzt mal dieses Mal nicht eingestellt, dass ich in der anderen Perspektive bleiben kann während des Kämpfens, weil es ja eigentlich unpraktisch ist. So. Und das Wasser breitet sich aus. Und es geht noch tiefer in den Dungeon. Aber das ist schon ziemlich cool. Das ist schon fucking cool. Das ist schon, wow. Also ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so feiere, aber es sieht einfach cool aus. Aua! Ups, falsche Waffe. Nice, den hätten wir auch. So, oder le? So, wir sind ein Level up. Wie ging das denn nochmal? Hier, ne? Genau. Also, meine Hauptattribute sind Stärke und Ausdauer, aber die anderen scheinen mir auch was zu bringen, denn ich benutze ja auch Magie zum Teil, wenn ich das Teil wiederhergestellt habe. Aber vorerst will ich sagen, wir skillen die beiden zum Großteil und ja, ich weiß halt nicht, was mir das hier jetzt so bringt. Geschicklichkeit und so. Ach so, hier kann man ja schauen. Wirkt sich auf die Fähigkeit zum Zielen aus. Jeder Geschicklichkeit erhöht den Schaden deiner Distanzangriffe. Bringt mir nichts. Wirkt sich auf deine Fähigkeit aus, Zauber zu sprechen. Ist jeder ein weißer. Ah, okay. Ist es dann gar nicht mal. Ah, okay. Das macht die magischen Angriffe stärker. Das macht die Mana höher. Und das macht mich schneller. Gut, dann machen wir mich jetzt auch noch schneller. Weil die anderen zwei können wir jetzt momentan noch gar nicht brauchen. Halt, stopp, wir haben was vergessen. Haben wir da jetzt auch schon wieder Punkte? Nein, dafür müssen wir Level 5 werden. Okay, dann können wir uns ja wieder verzischen. Also ich habe keine Ahnung, warum ich das so feiere. Es ist einfach cool, wie das Wasser hier runterfließt. Es ist wahrscheinlich random erstellt worden. Ich lasse die Türen jetzt auch offen, weil ich finde, es sieht ziemlich cool aus, wenn hier alles so überschwemmt ist. So, hier war, glaube ich, auch noch ein Tor. Achso, hier waren wir schon drin. Okay, dann lassen wir die Tore alle mal offen. Ganz einfach, weil es cool aussieht. Krass, wie überschwemmt hier alles ist. Die Frage der Fragen ist jetzt, wie komme ich wieder nach Hause? Wir haben diesen Dungeon jetzt erkundet. Und hier sind wir wohl jetzt fertig. Kommen wir jetzt nach Hause? Och, was ist das denn? Ah ja, hier sollten wir vielleicht nicht lang. Es ist nur so eine Möglichkeit. Natürlich könnten wir einfach da runterspringen, aber mir fällt gerade so ein, wie ich den Dungeon gerade verlassen kann. Och, was ist das? Inseldetails. Wanderkiste. Okay. Gehen wir mal zur staubigen Kreuzung und schauen uns an, was diese Wanderkiste denn ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gern rausfinden. Weil, wie man weiß, weiß ich nicht wirklich viel über das Spiel. Jetzt tun wir mal auch mal weiter weg. So. Das habe ich einmal so mit meinen Kollegen durchgesucht, das Tutorial gespielt, aber ja. Ach, man kann sich hier auch noch bewegen, ist ja cool. Wusste ich auch nicht. Das verwirrt ja nur noch mehr. Low time over 9000. In der Zeit kann ich einen Schluck trinken. Hoffe, der